Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, NRW blickt auf mehr als 70 Jahre Geschichte zurück. Und 2016 haben wir ja alle gemeinsam ein großes und ja auch in vielen Etappen wundervolles Fest dazu gefeiert. Und natürlich ist es so, dass die meisten Menschen, die hier leben, die Anfänge dieses Bundeslandes ja gar nicht mehr selbst erlebt haben. Die meisten von uns sind jünger als 70 Jahre und dementsprechend kennen sie natürlich die Anfänge des Bundesstrich-Bundeslandes nicht aus eigenem Erleben. Und ich muss sagen, ich bin geborene Niedersächsin und bis heute überrascht es mich durchaus auch immer wieder, welche regionalen Besonderheiten, Konkurrenzen und Spezifika es da so gibt mit Westfalen und Rheinländern und Lippern und ich habe ja gerade irgendwo noch gehört mit den Bergischen und den Ruhrgebietsleuten. Also diese Besonderheiten und Konkurrenzen sind ja auch etwas, was unser Bundesland ausmacht. Und das macht es für mich auch aus, obwohl ich da nicht so drin bin, weil ich glaube, in manche Dinge muss man hineingeboren sein. Da kann man nicht so zuziehen. Aber ich lerne da immer gerne weiter. Und NRW ist aber nichtsdestotrotz natürlich noch mehr als Westfalen, Rheinland, OWL und all die anderen Regionen. Vor allem besteht Nordrhein-Westfalen aus seinen vielfältigen Menschen. In allererster Linie fällt mir persönlich immer auch zu Nordrhein-Westfalen ein, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass Migration ein wesentlicher Teil der Geschichte unseres Landes ist, dass Migration unser Land auch in wesentlichen Teilen zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Und dem muss natürlich bei der Erzählung der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen auch großer Raum eingeräumt werden. Und Nordrhein-Westfalen ist auch ein Land vielfältiger Zivilgesellschaft. Einerseits eben das Parlament, und es ist ja auch schon angesprochen worden, dass mit dem Haus der Parlamentsgeschichte vielleicht auch ein Grundstein schon vorhanden ist, um auch weiterzugehen in der Erzählung der Geschichte. Aber neben dem Parlament sind es eben auch die sozialen Bewegungen, die Frauenbewegung, die Umweltbewegung, die Friedensbewegung, die Anti-Atom-Bewegung, die diese Geschichte des Landes mitgeprägt haben. Und auch sie müssen in der Erzählung einer Landesgeschichte natürlich einen Platz bekommen. Wir sind daneben aber auch natürlich, wer wüsste das nicht in Nordrhein-Westfalen, wir sind Fußballland, wir sind Sportland, wir sind ein Land des Karnevals und des CSDs und das sage ich als Münsteranerin immer sehr, sehr gerne. Wer hätte das den katholischen Münsterländern zugetraut, dass die erste Schwulen- und Lesbendemo 1972 in Münster stattgefunden hat, im Schatten des Doms? Ja, wer hätte das Münster zugetraut? Aber all das sind die unterschiedlichen und bunten Facetten von Nordrhein-Westfalen und seinen vielfältigen Menschen. Und ich bin der Überzeugung, dass unser Land es wert ist, in aller seiner Vielfältigkeit und in all seinen Facetten und dieser bunten Geschichte auch erzählt zu werden. Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es auch eine Geschichte von dem heutigen Nordrhein-Westfalen vor 1946 gibt, eine Geschichte vor 1945. Und dass auch die Frage der Erinnerungskultur und die Frage von Demokratiewerdung Eingang finden muss in eine Erzählung einer nordrhein-westfälischen Landesgeschichte. Und Kollege Bobermann hat es ja gerade auch schon gesagt, es ist in den medialen Darstellungen oft ein wenig verkürzt worden. Wir setzen jetzt eine Planungsgruppe ein, es gibt einen Haushaltstitel und im Grunde genommen sind wir schon sozusagen fertig. Der Spatenstich kann vorgenommen werden und wir verschicken bereits die Einladungen für die Einweihungsparty. Ganz so einfach sollten wir es uns nicht machen, sondern es ist gut und richtig, dass wir eine Planungsgruppe einsetzen, die dann sich mit der Geschichte, Politik und Demokratie Nordrhein-Westfalens befassen soll in all seinen Facetten und sich auch die ausreichende Zeit nehmen soll. Herr Löttgen hat ja schon gesagt, es wäre zum 75. Geburtstag vielleicht schön. Wenn es der 80. wird, dann ist es auch noch schön. So würde ich das auch sehen. Es geht darum, wirklich ein gutes Konzept zu haben, gute tiefgreifende Konzepte zu haben, vor allem auch die ganzen Vorarbeiten zu haben, die die facettenreiche Geschichte unseres Landes erzählt in Symposien, in Ausstellungen, in Veröffentlichungen. Und wenn am Ende dieses Prozesses ein Haus der Landesgeschichte Nordrhein-Westfalen steht, dann steht das unserem Bundesland, glaube ich, gut zu Gesicht. Und auf diesen Prozess, auch jenseits von Spatenstich und Einweihungsparty, freue ich mich. Vielen Dank.